Das hier sind Ismail, Zeynep und Iris. Sie sind jung und leben alle in Istanbul. Ansonsten könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Ismail lernt für eine Prüfung, die über sein Leben entscheiden wird. Für ihn steht, wie für viele andere Jugendliche, der Islam im Mittelpunkt. Zeynep stammt aus der Oberschicht und will in Frankreich studieren. Doch wird sie ihre Französischprüfung bestehen? Es lief schlechter als gedacht. Iris ist eine Transfrau. Sie setzt sich für Minderheitenrechte ein. Und wir begleiten sie zu einer wichtigen Demo. Dreht gerne, aber keine Fragen bitte. Wie leben die jungen Menschen in Istanbul? Im Spannungsfeld zwischen Glaube und liberaler Metropole. Hallo, herzlich willkommen. Als Ersten treffen wir morgens den 18-jährigen Ismail. Ich lerne gerade und plötzlich steht ihr da. Sein großer Traum, er will Informatiker werden. Doch das entscheidet die zentrale Uni-Zulassungsprüfung. Und der Druck ist hoch. Letztes Jahr war sein Ergebnis nicht gut genug. Ich frühstücke sogar am Schreibtisch. Meine Mutter weckt mich und ich lerne. Am Tag mehr als 6-7 Stunden. Ismail lebt alleine mit seiner Mutter. Seinen Vater verlor er schon als Kind. Unterstützt wird die Familie in allen Bereichen von Ismails älterem Bruder Ibrahim. Er arbeitet als Anwalt und ist für ihn mehr als nur ein Geschwisterteil. Wenn jemand mit meinem Vormund reden möchte, rufe ich meinen Bruder. Wenn es ein Problem gibt, auch. Meine Lehrer sprechen auch direkt mit meinem Bruder. Er ist immer an meiner Seite. Er fragt auch immer nach, wie läuft das Lernen, brauchst du irgendwas? Der gesamten Familie ist es wichtig, dass der komplette Fokus auf der Prüfung liegt. Doch seine Mutter sorgt sich auch um ihn. Bei ihm dreht sich alles nur ums Lernen, sonst hat er für nichts Zeit. Natürlich habe ich auch sehr viel Mitleid. Was, wenn Ismail bei der Prüfung zu viele falsche Antworten gibt oder er sie komplett versemmelt? Das brächte seine ganze Zukunft durcheinander. Kraft gibt Ismail auch sein Glaube, der Islam. Damit ist er nicht allein. In Istanbul gehören laut Schätzungen ca. 90% der Bevölkerung dem Islam an. Er betet 5-mal am Tag und heute steht das Freitagsgebet an. Davor vollzieht er die Gebetsreinigung, auf Türkisch Abdest. Hier ist fest vorgeschrieben, wie Ismail welches Körperteil in welcher Reihenfolge reinigen muss. Damit das Abdest seine Gültigkeit nicht verliert, darf er beispielsweise danach nicht auf die Toilette gehen oder einschlafen. Sonst verfällt die rituelle Reinheit und Ismail muss alles nochmal wiederholen. Später begleiten wir ihn zum Freitagsgebet. Zuvor treffen wir die 17-jährige Zeynep. Sie wohnt in einer der wohlhabendsten Stadtbezirke Istanbuls, in Şişli. Einkaufsmöglichkeiten oder Luxusrestaurants muss man hier nicht lange suchen. Morgens wache ich so 6:50 auf und ich brauche nur 5 Minuten zur Schule. Da gehe ich zu Fuß hin. Unterrichtsbeginn ist um 8 Uhr. Daher muss ich nicht so früh aufstehen. Auch sie lebt alleine mit Mama. Ihre Eltern sind geschieden. Ihre Mutter besitzt mehrere Immobilien. Von den Mieteinnahmen leben sie. Zeynep besucht die Lycée Français Saint-Michel, eine französische Privatschule. Die Gebühren betragen im Jahr umgerechnet ca. 10.000 Euro. Die zahlt ihr Vater. Wie Ismail bereitet sie sich aktuell auch auf einen wichtigen Test vor, die französische Fremdsprachenprüfung DELF. Denn Zeynep will unbedingt in Paris studieren. Sie hat zwar ein recht kleines und schlichtes Schlafzimmer, immerhin hat sie ein paar kuschelige Zimmergenossen. Dafür gehört zu ihrem Reich auch ein eigenes Arbeitszimmer. Uns fällt zwischen den ganzen Schulbüchern und Souvenirs ein Buch auf, dieses hier über Mustafa Kemal Atatürk. Bereits seit wir klein sind, lernen wir viel in der Schule über ihn und seine Werte. Ich finde, auch in der heutigen schwierigen Zeit, die wir in der Türkei haben, sollte man sich an diese erinnern. Atatürk, dessen Name Vater der Türken bedeutet, ist der Begründer der türkischen Republik. Eines der Prinzipien von Atatürk, eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Er wollte die Türkei näher an die westliche Welt bringen. Statt des arabischen Alphabets wurde unter ihm das Lateinische übernommen.
Für viele Teile der Bevölkerung ist er noch heute ein Volksheld. In wenigen Tagen stehen die Wahlen des türkischen Präsidenten und des Parlaments an. Sie wird auch als Schicksalswahl bezeichnet. Erstmals geht der amtierende Präsident Erdogan nicht als Favorit in das Rennen. Nach 20 Jahren könnte es zum Regierungswechsel kommen. Unter der Regierung Erdogans wurde die Trennung von Staat und Religion immer mehr aufgelöst. Das Istanbuler Wahrzeichen, die Hagia Sophia, die einst Atatürk von einer Moschee in ein Museum umwandelte, hat Erdogan im Juli 2020 beispielsweise wieder zur Moschee umstrukturiert. Zeynep darf dieses Mal noch nicht wählen. Aber sie träumt momentan ohnehin vor allem von ihrem Studium in Paris. Wird sie ihre Mutter nicht vermissen? Ich nehme auch Mama mit. Ich werde immer bei ihr sein, wann sie auch will. Ich bin nur einen Anruf entfernt. Türkisches Olivenöl, türkischer Käse, egal was, ich nehme es mit. Und ich plane, dass ich immer eine Woche im Monat zu Besuch bin. Wenn sie dann sagt, Mama bleibt da, hält mich nichts mehr in der Türkei. Nur meine Tochter zählt. Doch bevor es soweit ist, muss sie erstmal die Sprachprüfung bestehen. Dabei werden wir sie später noch begleiten. Ganz andere Herausforderungen hat die 23-jährige Iris. Wo genau sie in Istanbul wohnt, dürfen wir aber aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Denn Iris ist Teil einer Minderheit in der Türkei, die oft Anfeindungen ausgesetzt ist. Sie ist eine transsexuelle Frau. Iris ist Studentin, arbeitet nebenbei als Model und Schauspielerin. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen. In der Wohnung verbringt sie aktuell viel Zeit. Nach dem großen Erdbeben wurde aus Sicherheitsgründen der Präsenzunterricht an der Uni gestrichen. Die Vorlesungen finden nun online statt. Ein Semester lang. Es gibt aber Studenten, die kein Internet haben, die keinen Laptop haben und sie loggen sich mit dem Handy ein. So gibt es weniger Chancengleichheit und gleichzeitig wird die Qualität der Bildung schlechter. Iris ist sehr viel auf Social Media unterwegs. Dabei postet sie nicht nur Fotos, sondern ist auch politisch aktiv. Wenn ich kurz etwas rechnen darf, ich stehe morgens auf und bin erstmal eine Stunde online. Dann frühstücke ich was und erledige noch ein paar Sachen. Also 6 Stunden bin ich schon auf Social Media. Vielleicht sogar noch mehr. Ihre Geschlechtsumwandlung begann Iris mit 18 Jahren. Das war keine einfache Zeit für sie. Seit ich klein bin, fühle ich mich als Transfrau. Ja, aber ich hatte schon etwas Angst vor der OP. Ob sogar intensive Angst war, kann ich nicht genau sagen. Ich hatte viele solcher Perioden, wo ich sehr angespannt war. Es gab auch sehr depressive Phasen. Also am Anfang war es wirklich sehr schwer. Und vom Staat gibt es auch nicht die geringste Unterstützung für Transmenschen. Die ganzen Hormone und die ganzen Operationen, um das alles kümmern wir uns selbst. Präsident Erdogan gilt nicht als Freund der LGBT-Community. Das hat er wieder vor kurzem im Wahlkampf deutlich gemacht. Wir werden aktiv gegen perverse Tendenzen wie LGBT vorgehen, die unsere Familienstruktur bedrohen, sagte Erdogan laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Ende April. Gemeinsam mit ihrem Freund machen wir uns auf den Weg in einen Park. Dass die beiden sehr viele Blicke auf sich ziehen, ist nachvollziehbar. Oft bleibt es aber nicht nur dabei. Menschen machen dauernd Fotos und Videos von mir. Dagegen wehre ich mich natürlich. Iris kommt ursprünglich nicht aus Istanbul. Sie ist in die Metropole gezogen, da sie sich hier ein sichereres und liberaleres Leben erhofft. Ihr Altes hat sie komplett hinter sich gelassen. Um mich von meiner Familie zu distanzieren, bin ich nach Istanbul gezogen. So konnte ich meine Geschlechtsumwandlung starten. In Istanbul hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig wollte ich mit Modeln und Schauspiel anfangen. Da war Istanbul wirklich die einzige Option für mich. Während meiner Geschlechtsumwandlung hat mich meine Familie nicht unterstützt. Ich war komplett alleine. Nur meine Tante war da, als es losging. Dafür hat sie in Istanbul ihren Freund Özgür kennengelernt. Auf einer Party war ich DJ. Özgür war auch da. Ich habe mein Set beendet und bin dann raus zum Rauchen und habe ihn gesehen. Er war mir davor schon aufgefallen. Dann haben wir uns kennengelernt und sind gemeinsam nach Hause gegangen. Sonra eve geçtik.
Ganz so ruhig wie jetzt wird ihr Tag heute nicht bleiben. Später geht sie noch auf eine Demo. Mit Menschen wie Iris hat der gläubige Ismail keine Berührungspunkte. Wir sind beim Freitagsgebet. Uns beeindruckt, dass die Menschen ihr Gebet auf der Straße zwischen Autos verrichten. Doch nicht jeder, der regelmäßig betet, wählt in Istanbul automatisch Erdogan und seine Partei, die AKP. Der Bürgermeister gehört der Opposition an. Nach dem Freitagsgebet erzählt uns Ismail, wie wichtig ihm das Beten ist. Es gibt Momente, an denen ich das Lernen nach dem Beten richte. Wenn der Gebetsruf beginnt, mache ich eine Pause vom Pauken. Dann bete ich 10 Minuten und 15 Minuten später fange ich wieder an zu lernen. Und das Freitagsgebet will ich persönlich nicht verpassen. Wirklich zu keiner Zeit. Egal, ob ich gerade in der Schule bin oder am Arbeiten, ich versuche es immer zu schaffen. Doch für ihn gehört viel mehr als nur das Beten dazu, um ein guter Moslem zu sein. Respekt, Liebe und gute Taten den Mitmenschen gegenüber. Das sind ebenfalls sehr wichtige Punkte für ihn. Zu Hause wollen wir von seiner Mutter wissen, wie sie sich fühlen würde, wenn Ismail nicht mehr beten würde. Es wäre schon ein Problem, weil im Islam das Gebet sehr wichtig ist. Es würde mich traurig machen. Und das Nichtbeten ist auch eine Sünde für die nächste Welt, denn die 5 Gebete sind religiöse Pflicht. Ein bisschen Freizeit hat Ismail heute noch. Er nimmt uns mit zu einem seiner Lieblingsorte, die Küste. Dort trifft er sich mit seinen Freunden zum Biken und Abhängen. Einen Führerschein hat er nicht. Aber das Radfahren hat auch einen ganz praktischen Vorteil. Also in der Stadt ist ein Fahrrad wirklich unverzichtbar. Denn in Istanbul gibt es viel Verkehr. Und für den ist sie sehr berühmt. Den muss man vermeiden, sonst frisst er am Tag mehrere Stunden. Auch im Leben seiner Freunde spielt der Islam eine wichtige Rolle. Sie kennen Ismail bereits seit vielen Jahren und sie gehen auch manchmal gemeinsam beten. Wie wichtig ist ihnen der Glaube beim Thema Freundschaft und Liebe? Bei Freunden spielt es keine Rolle. Da hat natürlich jeder die freie Wahl. Andererseits, wenn ich mit jemandem gemeinsam leben möchte und wir demnach sehr gut miteinander auskommen müssen, würde ich schon wollen, dass sie Muslimin ist. Mit Leuten eines anderen Glaubens befreundet zu sein, ist was Schönes und wirklich normal. Ismail und seine Freunde wurden mit dem Islam großgezogen. Welche Rolle spielt die Religion für Zeynep, die sehr wohlhabend und westlich aufwächst? Nach der Schule treffen wir sie gemeinsam mit einer Freundin in einem Café. Wir wurden nicht wirklich damit erzogen, aber ich habe auch nicht wirklich was dagegen. Ich respektiere gläubige Menschen genauso wie Nichtgläubige. Am Ende lebt jeder sein eigenes Leben. Und was danach kommt, soll auch jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen versuche ich einfach nur jeden zu respektieren. Aber dass Religion eine große Rolle in meinem Leben einnimmt, kann ich nicht sagen. In Istanbul leben auch Menschen christlichen und jüdischen Glaubens. Für sie gibt es Kirchen und Synagogen. Ein ganz anderes Thema interessiert uns aber auch noch. Ein Thema, das für junge Menschen überall auf der Welt wichtig ist. Es ist wirklich einfach. Man muss nur mit der Hand wackeln. Dann findet man jemanden, der passt. Hier ist es wirklich schwer, alleine zu bleiben. Besonders wenn man, wie wir, 17, 18 Jahre alt ist oder auf die Uni geht. Istanbul ist schon ein sehr effizienter Ort beim Dating. Aber mich bitte nicht falsch verstehen. Ich bin da jetzt nicht so dahinter. Zumindest wissen wir von keinem festen Freund. Dafür hat Zeynep aktuell auch keine Zeit, denn sie lernt für die Sprachprüfung für französische Unis. Und die findet im 2 Stunden entfernten Bursa statt. Zeynep ist einen Tag früher angereist und hat die Nacht in einem Hotel verbracht. Die letzte Nacht war echt schön. Wir haben auch noch ein letztes Mal gemeinsam gelernt. Dann haben wir da hinten noch ein Einkaufszentrum entdeckt. Mit einer Freundin war ich dort was essen, so als kleine Motivation. Deswegen ist alles sehr entspannt. Auch das Hotel ist sehr schön. Du bist gar nicht aufgeregt? Nee. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich jetzt schon so an, als wäre die Prüfung vorbei. Daher bin ich nicht wirklich aufgeregt. Insgesamt gibt es beim Französischtest 100 Punkte. 50 Punkte braucht Zeynep, um die Prüfung zu bestehen.
Es geht um Hör- und Leseverständnis sowie ihre schriftliche und mündliche Ausdrucksweise. Los geht es mit dem schriftlichen Teil. Wir warten, bis Zeynep aus dem Prüfungssaal kommt. Es war schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Der schriftliche Teil war etwas kompliziert. Aber es ist wenigstens vorbei. Jetzt kommt noch die mündliche Prüfung. Sie will sich vorbereiten. Wir lassen sie erstmal etwas alleine und warten draußen auf sie. Diesmal lief es deutlich besser für mich. Eigentlich lief es sogar sehr gut. Zuerst war es der schriftliche Teil, nun der mündliche. Bei der schriftlichen war ich schon echt unglücklich. Aber jetzt gerade waren nicht nur die Prüfer super, sondern wir haben uns auch sehr gut unterhalten. Viel besser als erwartet. Jetzt bin ich glücklich und alles vorbei. Ob sie bestanden hat, wird sie noch erfahren. Auch bei Transfrau Iris steht heute ein besonderes Event an. Eine Demonstration für Frauenrechte findet in Istanbul statt. Aber diese ist nur geduldet und nicht ungefährlich. Etwas, was nicht gefährlich sein sollte, wird gefährlich gemacht. Man könnte uns in Gewahrsam nehmen. Das ist auch bei den letzten Märschen passiert. Also, es ist nicht unwahrscheinlich. Aber am Ende kämpfen wir für unsere Rechte. Wir glauben auch an unsere Rechte. Und deswegen riskieren wir auch was. Bist du nicht etwas aufgeregt? Doch, ich bin sehr aufgeregt. Wenn sie mich in Gewahrsam nehmen, passiert es halt. Am nächsten Morgen komme ich wieder raus. Kein Problem. Seit den Gezi-Park-Protesten im Jahr 2013 und den darauf folgenden am Taksim-Platz geht die türkische Regierung hart gegen Demonstranten vor. Eigentlich war auch heute der Plan, dass die Weltfrauentagsdemonstration auf dem Taksim-Platz stattfindet. Der ist aber dafür gesperrt. Deswegen verteilt sich die Demo auf mehrere Straßen rund um den Platz. Auf dem Weg zum Treffpunkt spüren wir die überwältigende Polizeipräsenz. Iris wirkt sehr gelassen, aber unserem Team wird langsam etwas mulmig. Wir wurden vorgewarnt, dass es für Journalisten schwierig werden kann auf Demos. Wir kommen ins Gespräch mit einer Kollegin. Wann immer eine Demo stattfindet, sind wir die Ersten, die sie blockieren oder von der Demo entfernen, damit wir keine Aufnahmen machen können. Es ist echt schwierig. Aber wir machen seit Jahren trotzdem weiter, egal wie viel Druck es gibt. Wir werden trotzdem unserer Arbeit nachgehen. Wir vereinbaren einen späteren Treffpunkt mit Iris auf der Demo. Doch plötzlich fangen die Polizisten an mehreren Orten Barrikaden aufzubauen. Unser Team wird trotz Pressekarten nicht durchgelassen. Wir versuchen an mehreren Straßen Richtung des Versammlungsortes zu kommen, doch wir werden immer wieder weggeschickt. Auch Passanten kommen kaum noch durch oder zu ihren Wohnungen. Eine Frau streitet sich mit einer Polizistin. Ich schreie nicht. Mit welchem Recht geben Sie euch diese Befugnis? Glücklicherweise wird unser Team an einer Straße doch noch durchgelassen. Wir müssen da vorne. Die Menschen demonstrieren unter anderem gegen jegliche Gewalt an Frauen und für ihre Gleichstellung. Sie kritisieren die Regierung. Denn für Frauenrechte gab es vor circa 2 Jahren einen herben Rückschlag. Die türkische Regierung ist im Juli 2021 aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor männlicher und häuslicher Gewalt ausgestiegen. So langsam gehen die Vorbereitungen los. Um 17.30 Uhr starten wir mit der Demo. Gerade ist es 16.12 Uhr, also haben wir noch circa eine Stunde. Die Demonstration läuft ziemlich friedlich ab. Die Polizeipräsenz ist enorm, aber beide Seiten kommen gut miteinander aus, bis die Demo endet. Plötzlich versuchen Menschen neben uns, die Polizeibarrikade Richtung Taksim-Platz zu durchbrechen. Iris ist überwältigt von dieser Situation. Könnten wir jetzt bitte nicht? Dreht gerne, aber keine Fragen bitte. Die Polizei greift nun zum Pfefferspray. Auch unser Team und andere Journalisten kriegen etwas ab. Iris können wir nicht mehr finden. Wir entscheiden uns dazu, diesen Dreh abzubrechen. Und hoffen, Iris später wiederzutreffen. Es wird Abend in Istanbul. Unsere letzte Station ist der Bosporus, die Meerenge zwischen Europa und Asien. Hier kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen, entspannen am Wasser, besuchen Bars oder Restaurants.
Noch haben die Menschen gute Laune, aber einige befürchten, dass mit der Wahl die Kluft innerhalb der Bevölkerung größer wird. Dass es nach der Wahl sogar zu Unruhen kommt. Für Ismail ist es das erste Mal als Stimmberechtigter. Durch das ganze Lernen konnte ich mir noch keine genaue Meinung bilden. Was ich aber auf keinen Fall möchte, sind Bürgerkriege. Wenn das nicht passiert, werden wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg sein. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich finde auch, dass es Veränderungen geben muss, denn es läuft nicht alles gut. Wen er wählen wird, möchte er uns vor der Kamera nicht sagen. Zeynep veranstaltet eine Dachterrassenparty am Bosporus, denn sie hat die Sprachprüfung bestanden. Für die aktuelle Wahl ist sie noch zu jung, aber Zeynep weiß, was sie ändern würde. Ich würde nach so einer Wahl wollen, dass kein Mensch mehr ein unfaires Leben führen muss. Wie soll ich sagen, dass es selbst in einer so großen Stadt mit so vielen Möglichkeiten es noch so viele Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Sowas finde ich nicht gut. Ich würde am liebsten ein System haben, in dem alle Menschen gleichwertig und gerecht leben. Auch Iris treffen wir am Bosporus wieder. Sie ist heil aus der Demo rausgekommen und sie nimmt kein Blatt vor den Mund, hat ein klares Ziel für die Wahl. Dass wir eine neue Regierung bekommen. Ich will, dass die Türkei gerechter, gleichberechtigter und freier wird. Für alle benachteiligten Gruppen, die LGBT-Community, für Kurden, aber auch für Frauen. Ismail, Zeynep und Iris, drei junge Gesichter Istanbuls mit all ihren Unterschieden. Was sie verbindet? Der Wunsch nach einem friedlichen Miteinander.